Jetzt sage ich euch mal was. Der Grund, warum die Spielpartner vom Sebi immer so gut sind. So, heute ist irgendwie komisch. Also glaubt es nicht, was ihr da die ganze Zeit seht. Und ansonsten, Putten ist besser geworden. Nee, der war nix. Und gut Golf. Gut Golf, ich möchte Scratch-Golfer werden, Handicap von 0 schaffen. Und das versuche ich, indem ich lauter registrierte Privatrunden spiele. Golfrunden einfach so gibt es bei mir nicht mehr. Also es geht immer um was. Druck ist natürlich da, aber macht natürlich viel mehr Spaß mit Druck. Mal und mal etwas weniger. Die ersten 9 Loch hier in Schloss Egmating haben wir schon gespielt. Wir, ja, Max Zielke und ich. Gut Golf. Max hat einen sensationellen Score gespielt. Wir sind jetzt gerade erst von Loch 9 auf dem Weg zu Loch 10 und haben ihn noch nicht ausgerechnet, aber so vom Gefühl her... Das bringt auch Unglück, oder? Bringt Unglück. Vom Gefühl her war das richtig toll, Max, was du die ersten Loch gezaubert hast. Für die, die den ersten Teil nicht gesehen haben, für die wenigen. Wir blenden nochmal ein jetzt, ja. Wir haben uns ja nicht eingespielt und ich glaube, das werde ich jetzt so beibehalten. Man ist irgendwie schon ein bisschen mehr bei sich. Weil man hat nicht 40 Bälle weggeschlagen, sondern denkt sich, okay... Ich schon. Scheiße, das ist jetzt der erste Schlag. Das ist schon, also es kann schon helfen. 3 Bälle habe ich schon verloren. Hier übrigens hinter uns, wir gehen jetzt gerade zu 10, ist die Range. Und ihr seht, da wird fleißig gearbeitet. Deswegen hat die montags immer geschlossen. Also wenn ihr Egmating spielen solltet, macht den Fehler nicht wie ich und steht in der Früh um 6 auf, damit ihr euch noch eine Stunde einschlagen könnt. Nicht am Montag zumindest, weil da geht's nicht. Da ist die Range gesperrt bis mittags wegen Mäharbeiten. So, die zweiten 9 Loch werden sehr viel besser. Gut Golf, kommentieren, Abo dalassen, ganz, ganz wichtig. Und jetzt schauen wir mal, was geht, ne Max? Ich bin sehr gespannt. Gut Golf. Ich bin sehr gespannt. Gut Golf. Also gut Golf. Ich bin schon so im Tunnel. Übrigens Traumimmobilie für Leute wie uns hier mit Blick auf den Abschlag an der 10. Ich habe mal mit einem gespielt, der meinte hier, alles klar, ich breche ab und gehe dann nach Hause. Und dann habe ich gesagt, wo wohnst du denn? Und hat er gesagt, da. Ja, geil. Also schönen Gruß an dieser Stelle, Mr. XY. Gar nicht so schlecht, der ne? Der da hinten wohnt. Die 10. Liga? Offiziell das einfachste Loch, was ich aber bezweifeln möchte. Ich nehme einen Hybrid. Der soll nämlich einfach nur da sein. Da ist er. Ja, schön ist er nicht, aber er ist da. Der ist auf der Range, gell? Mhm. Ist da links aus? Ja, das fängt hier schon an. Strich. Wahnsinn. 135. Max hat eben gesagt, wir wollen ja drauf. Deswegen machen wir eine lockere 8. Dogleg links. Na, wo Rückenwind? Nee, komm. Kein falscher Stolz hier. Ah, schafft den Hügel nicht. Nee, dann musst du nochmal. Liebe Freunde, warum ich jetzt nicht patte, ich muss das Loch leider streichen. Es geht ja ums Handicap, das heißt, es wird gewertet wie eine 3 über, glaube ich. Also eine 7. So, wir vergrößern jetzt das Loch optisch. Zack, direkt doppelt so groß. Jetzt muss er rein. Jetzt muss er rein. Yes! Up and down. 200 Meter zur Fahne. Genau. Du spielst dein Hybrid. Nee, der war nix. So, 5er Eisen. Und meine zweiten 9 beginnen jetzt. Oh Mann. So, jetzt sage ich euch mal was. Der Grund, warum die Spielpartner vom Sebi immer so gut sind, ist, dass der Sebastian immer so tolle Fragen stellt. Und jetzt drehen wir den Spieß einfach mal rum. Jetzt wirst du hier nämlich interviewt bei Gut Golf. Ich hoffe, dir doch noch gar ich bin da nicht so versiert drin. Ich hoffe, wir sind jetzt beide im Bild. Wann hast du den Entschluss gefasst? Das mache ich. YouTube-Kanal ich bin grad kurz davor, den Entschluss zu fassen. Das lasse ich.
Das wäre jetzt meine zweite Frage gewesen. Dann springen wir direkt zu der. Gibt es Momente, wo du sagst, ich bereue das? Oder anders gesagt, meinem Spiel tut das nicht gut? Ja, finde ich schon. Also was ich jetzt schon merke, ist, dass mein Hobby Golf, ja, das mir so viel Spaß macht, manchmal zu so einer Pflicht wird. Also zu einem Job, also wo ich so Tage habe, vor allem wenn es dann auch nicht gut läuft, wo ich mir denke, dass es einfach keinen Spaß macht. Das ist voll schade irgendwie. Und ich habe da wirklich, ich bin der schlechteste Kameramann, ich habe da großen Respekt vor, weil mich würde das wahnsinnig machen, genau das hier zu tun, nämlich die ganze Zeit mitzufilmen. Ist gar nicht so ohne, gell? Und zwischen meinen Schlägen noch ein bisschen für Entertainment zu sorgen. Das ist gar nicht so ohne. Aber ich hab jetzt auch ein, zwei Runden mal gespielt mit der Kamera. Ich habe das ja immer auf die Kamera geschoben, dass es nicht läuft. Ja. Habe jetzt ein, zwei Runden mal gemacht mit Kamera, wo es sehr gut lief. Also man gewöhnt sich da schon irgendwie auch dran. Hast du dir ein Enddatum gesetzt, wann es dann geklappt haben muss mit dem Scratch? Eigentlich war mal die Idee, das in diesem Jahr zu schaffen. Aber da habe ich mich, glaube ich, schon so ein bisschen von verabschiedet leider. Das wird sportlich bis unmöglich. Ich glaube, das werden jetzt die Zuschauerinnen und Zuschauer gerne hören. Das heißt, gut Golf gibt es noch ein paar gut Monate. Gut Golf gibt es noch weiter wahrscheinlich. Im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr. Und das Ziel bleibt dann immer gleich. Und mal gucken. Gucken wir mal. Gucken wir erstmal, wo unsere Bälle sind. Ja, deiner müsste im Bunker sein, oder? Der war so schlecht, der hätte auch davor liegen können, meiner Meinung nach. Ja, der liegt auch davor. Max filmt jetzt. So, okay. Gucken wir mal, was Mr. Gut Golf hier so macht. Traumhaft. Sehr schön. Danke. Deiner war auch sehr schön, hä? Ein sensationeller Schlag von Max. Ich bin begeistert. Die muss man dann aber auch reinpatten. Der geht. Der ist möglich. Möglich, ja. Rein physikalisch. Geh! Toll. Wirklich, wirklich toll. Top! Hier auf jeden Fall die Keule raus, sagt Max. Dann mache ich das doch. Das ist für dich prädestiniert. Ja, es ist nothing to lose anymore. Das Gute ist, ich habe jetzt schon ein paar Bälle hier verhauen, dann können die wieder in irgendwelchen Lakeball-Packungen auftauchen. Mal gucken, wann ich wieder einen finde. Weil Max hat in Teil 1 erzählt, dass er Lakeballs gekauft hat und da ein gut Golfball drin war. Sehr lustig. Das war wirklich der unversehrteste von allen, die da drin waren. Ja klar, ich habe ihn ja wahrscheinlich nach einmal Schlagen weggehauen. Gut. Nehmen wir. Ja. He's back. Ja, aber der ist da bei dem Baum leider. Über die Hügel. Sei denn, er bounced ein bisschen nach rechts. Was würdest du schätzen, Max, seit unserer letzten Runde letztes Jahr? Wir haben, glaube ich, dazwischen mal gespielt, aber ja, der Gut-Golf-Runde. Woran arbeitest du golfmäßig? Und was hat sich verbessert, was verschlechtert? Verschlechtert, fangen wir damit mal an, ist das kurze Spiel, glaube ich. Findest du, da bist du relativ stabil heute. Ja, also heute. Also wir klammern aber heute auch mal aus, weil okay, heute ist irgendwie komisch. Also glaubt es nicht, was ihr da die ganze Zeit seht. Vielleicht habe ich auch nur das Gefühl, dass es schlechter geworden ist, weil die Ansprüche einfach höher geworden sind. Das ist schon so im Golf, ne? Ja. Wie oft hast du so Tage wie ich heute in letzter Zeit? Sagen wir, jedes dritte Mal, wo ich spielen gehe. Ja, wo ich so gar nicht zufrieden bin. Das dritte Mal, wo du gar nichts triffst. Ja, wo auch dann mein Driver, wo ich nur nach rechts leiste und ich könnte schwören, ich mache alles so wie immer. Also ich kann es dann auch schwer steuern oder gegensteuern. Und wenn ich gegensteuere, dann gehen die 45 Grad nach links. So, das ist das Problem. Die langen Eisen, so 5 und 6, geht inzwischen. Da habe ich vorher immer in den Boden gehackt. Und ansonsten, Putten ist besser geworden. Mhm. Weil ich mir jetzt so eine... Weil du jetzt einen Scotty Cameron hast. Nein, das liegt nicht daran. Da ist er. Also ich sag mal so, den habe ich mir gekauft. Nicht, weil mein anderer Putter irgendwie schlecht war. Aber ich dachte mir, komm, jetzt kaufst du dir mal was Schönes. Und dann ist es dir auch wert zu üben. Ich liebe meinen Scotty Cameron Putter. Ich finde. Würdest du nicht hergeben? Nee, nie wieder. Und den werde ich glaube, auch für immer behalten. Ne? Also was, da geht ja nichts kaputt. Ja. Im Idealfall. Wenn man nicht sauer wird. Wenn man nicht sauer wird. Hast du eigentlich mal einen Schläger zerschlagen? Nein.
159. Aber voll in den Wind, oder? 159 zum Greenkeeper. Ja. Der hat uns gesehen. Hat er uns gesehen? Okay. Ja. Der geht wieder direkt einen Kurs zu fahren, aber ist ein bisschen kurz. Bisschen kurz. Ja, lang war er, aber... Kommst du da rüber? Das ist jetzt die Frage, ja. Vor! Schön in die Büsche. Wir haben ein zusätzliches Hindernis auf dem Weg zum Grün. Da ist die Fahne. Und die Lage ist schulnotenmäßig? Eine 5. Eine 5. Aber man darf sich hier so ein bisschen, darf man das? Der ist gut. Roll noch. Schade. Ist hängen geblieben, ne? Den hat der Rasen gefressen. Ja. Aber schöner Schlag. Danke. Ist ganz angenehm, dich dabei zu haben. So. Ich finde Gefallen hier an dem Job. Sowieso, die Gesellschaft mit dir ist immer schön, aber wenn du dann auch noch filmst. Ah. Ich wollte auch einen YouTube-Kanal machen, der heißt Schlechtgolf. Schlechtgolf. Nee, wir tauschen. Du kriegst meinen Gutgolf und meiner heißt dann Schlechtgolf. Kann ich dir den abkaufen? Schlechtgolf. Komm! Ah. Super. Das nächste Pärchen? Ich darf nur nicht drüber nachdenken. Klasse. Jetzt kommen ein paar 5. Dein Lieblingsloch? Mein Lieblingsloch, ja, weil es geht stetig bergab. Das finde ich schon mal hilfreich. Und so im Herbst hat jeder Baum eine andere Farbe. Mhm. Also wir sind noch 2,5 Monate zu früh. Da kommst du wieder. Da komme ich wieder. Und dann machen wir den dritten Part. Genau. Aber das ist wirklich wunderschön. Und es ist so viel wert, wenn es bergab geht, finde ich. Ja. Okay, wir sind da rollt jeder Ball so schön. Ich finde ja diese dünne Baumlandschaft hier total interessant. Ich kann mich erinnern, im Herbst, als wir den Platz gespielt haben das letzte Mal, war das natürlich alles kahl und es sah dann total. Hier sagen wir immer, da hat sich Hans im Glück die Burgerkette die Inspiration geholt an dem Stück hier. Sieht genauso aus, oder? Der Geschäftsführer von Hans im Glück ist also passionierter Golfspieler. Einfach Dach drauf ist es ein Burgerladen. Für die Hans im Glück nicht kennen, wir machen jetzt hier keine Schleichwerbung oder so, aber in den Restaurants. Aber ihr macht tolle Burger, Gurken. Wenn ihr uns mal einladen wollt, macht das ruhig. Ja, wenn Sie das gucken, wenn irgendein Hans im Glück Manager das guckt, kann er uns ja hier einladen. Gut. Yes. Wo gehe ich hin? Da ist scheiße, oder? Da ist rough. Muss ich ja nachspielen? Ja, mach mal. Max mit seinem dritten. Ja. Ich glaube, dass der wieder ziemlich. Ah, er rollt noch ein bisschen. Oh! Aber es war der dritte. Es war der dritte. Und du bist drauf. Bei mir leider der Strich eine 8. Der ist gar nichts. Gefährlich. Super. Boah, knapp. Nächste Pärchenfahrt. Ich finde es geil, dass du dich von mir nicht runterziehen lässt, sondern einfach... Es tut mir auch ehrlich leid, dass das für dich heute nicht läuft. Nee, alles gut. So, jetzt sind wir an der 14. Sehr langes Par 4. Sieht richtig harmlos aus. Es geht nur so ein Ticken nach rechts. Und aber, rechts ist aus, ne? Ja, rechts ist aus. Ich würde dir empfehlen, du siehst den dicken, massiven, dunkelgrünen Baum. Ja. Dass das deine Zielrichtung ist, weil du kommst locker über diese grünen Bunker, die da sind. Ja, okay. Ich werde versuchen, ein bisschen links davon zu spielen. Ich glaube, ich habe gerade entschieden, dass ich gar nicht mehr Golf spiele. Ich filme nur noch. Besser wäre es heute. Ja, der dreht schön rein. Du kennst halt deinen Platz. Wie wäre es mal mit einem schönen Loch? Ja, Sebi, du kannst jetzt, und das kannst du ja selten, völlig befreit aufspielen. Ja, das stimmt. Oder? Jetzt kann ich völlig befreit aufspielen. Es geht um nichts mehr. Ist da. Alles gut. Ich habe auf dem Loch schon wieder Quatsch gemacht jetzt, aber liegt mit 2, glaube ich, am Grün. Max hat seinen Abschlag hier hingesetzt, was ziemlich optimal ist aufs Fairway. 174.
174 ins Grün. Fahne steht nicht im Wind. Es ist ein... Ich nehme eine 6. Eine 6. Ach du liebe Zeit, was war das denn? Ja, das hätten wir jetzt nicht gebraucht. Das erste war der klassische Shank. Ja. Jetzt muss ich das erste Mal kämpfen. Jetzt kommt schon mein fünfter, richtig? Strafschlag, ja. Ja. Zwei weg, Strafschlag 3. Hat er jetzt gemessen? 90. Das ist jetzt mal die 56. Komm. Oh ja, schön. Butterweich. Super, Max. Danke. Schöner Schlag. Geh noch ein Stück. Ja, ja. Traumhaft. Aber also so müssen wir liegen. Dass das jetzt mein zweiter Ball ist, ist schade, aber ich kann mich heute über gar nichts beschweren. Nee, das stimmt. Ferien. Schön. Ein Punkt gerettet. Ja. Da bin ich richtig froh drum. Ja. Was ist da? Da ist nur, da ist eine kleine Grube, da macht das macht nichts. Super. Schön. Na. Schön. Oh. Der könnte rein sein. Ja, aber die gehen alle, weil ich bei allen so mal leicht von außen komme, leider. So, Max musste droppen. Schade, weil es war eigentlich ein schöner Schlag, aber er ist, glaube ich, fies gebounced. Ja, der war ein bisschen zu ambitioniert. Jetzt hast du einen Guest-Bounce bekommen, kein Members-Bounce. Ja. Ist okay. Ja. Der rollt immerhin. Er rollt drauf. Boah, sit. Komm runter. Schade. Zu weit. Bin ich nicht gescheit runtergekommen. Die 5 gerettet. Das tut so weh. Das tut so weh. Ein machbares Par 5. Wie Leichtsinnige hier sagen. Der hat Glück, kommt rein. Jawohl. Gut. Ein bisschen fett, aber da wollte ich ihn hinhaben. Schön. Super. Wie geplant. Der hinter dir hat hier geradeaus ganz weit weg eingelaucht und freut sich. Ach, da freue ich mich gleich mit. Schau, wie er noch ganz stolz sagt, oh, jetzt hol den Ball raus. Also Applaus an dieser Stelle, der Herr mit der roten Hose. Die Kamera ist mit dem falschen Flight unterwegs. Genau. Es war wieder kein schöner Schlag. Aber das Ergebnis wolltest du genauso. Genau. Stopp! Hin und her und hin und her. Vor, zurück. Vor und zurück. Military Golf. Links, rechts, links, rechts. Ja. Ja, aber schau mal, selbst die fallen nicht, ne? Was war's bei dir? Ich habe eine 6. Nee. Ein bisschen gedünnt. Und tschüss. In den Bunker. In den Bunker. Das war der erste seit, ich weiß nicht wie lange, den ich mal wieder schön auf dem Blatt hatte. Auch wenn er zu kurz war. Schöner Schlag. Aber den habe ich mal wieder getroffen. Man ist ja dann immer versucht,
Und da will ich auch mal wissen, wie es da euch geht. Es ist eine sehr interaktive Folge heute. Ich bin gespannt, ob ihr da mitmacht und fleißig kommentiert. Ja, macht mal mit, Leute. Macht mal mit, Leute. Man ist ja da dann immer schnell bemüht, auch Ausreden zu finden. Ne? So 21 über, ja, ich habe schlecht geschlafen, wenig gegessen, ich habe mich nicht warm gemacht, bliblablub. Aber nein, lasse ich heute alles gar nicht zählen, sondern ich bin gerade eher damit beschäftigt, zu überlegen, was ich heute schlagmäßig falsch gemacht habe. Und bin schon gespannt auf den Videoschnitt, weil da werde ich sehen. Und ich glaube, einen kleinen Fehler der letzten Schläge jetzt gerade schon entdeckt zu haben, dass ich immer so ein bisschen von außen an den Ball komme. Ja, das weiß ich. Und jetzt stand ich wieder ein bisschen näher am Ball. Vielleicht lag es daran. Aber vielleicht stimmt es auch nicht. Das sehe ich dann erst im Videoschnitt. Ne, Max? So ist es. Ich finde das auch stark, wie wissenschaftlich du das Ganze angehst. Ja, ich will den perfekten Golfschwung irgendwann können. Irgendwann. Wer ist eigentlich so von den Profis dein Vorbild? Ja, Tiger Woods natürlich. Ja. Toll. Wunderschöner Golfschlag. Rory McIlroy hat einen ästhetisch wunderschönen Golfschlag. Ja. Ben Hogan natürlich, wenn man weiter zurückgeht. Bei dir? Ich finde den coolsten im Moment hat Will Zalatoris. Ja? Ich finde, bei dem sieht das so kraftvoll aus, wie der da drauf brettert. Und der hat die Arme so weit oben. Ich finde, das sieht mega geil aus. Ja, das stimmt. Jetzt bleibt er da hängen. Ich fasse es nicht. So. Sandy Parmax, komm. Ja, butterweich. Bravo. Schade. Komm, komm. Yes, das ist ein schönes Paar. Schönes Sandy-Paar. So, Sebastian. So, Max, auch letztes ein schönes Loch. Letztes Loch. Yes. Geiler Schuss. Danke. Geil. Und bye, 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 bye. Max hat wie viel ins Grün? Oh, ist noch ein Stück. 200. 200. Bergab? Ja. Ich nehme mal die 4 und gucke einfach, was passiert. Da hinten ist übrigens das Schloss, ne? Genau, das ist das Schloss. Da ist heute Clubhaus drin und Wohnungen sogar. Mhm. Es gibt Balkone, die quasi auf den Golfplatz rausgucken. Das ist schon nicht schlecht. Ja. Ja, der schaut gut aus. Super, super. Oh, Max. Ah? So eine schöne Annäherung. Da muss der jetzt rein. Genau. Yes. Vielen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Mit dir hat es mir auch viel Spaß gemacht. Mit meinem Golf jetzt eher nicht so. Aber? Ich schenke dir zumindest einen gut Golfball, weil ich habe nicht mehr. Sonst hätte ich dir mehr geschenkt. Das ist nett. Und was man auch, jetzt wo die Kamera noch läuft, ruhig mal sagen darf, auch wenn es bei dir nicht gut läuft, es macht immer großen Spaß, weil du freust dich für die anderen. Das stimmt. Und das machen auch nicht alle. Das stimmt. Es gibt auch welche, wenn es scheiße läuft, dann schmeißen die Schläger rum und sagen so eine Scheiße, bla bla bla. Macht der Sebi nicht. Macht das so wie Sebi. Und den, wo habe ich ihn? Jetzt habe ich ihn schon so gut verstaut, den gut Golfball, den werde ich nur anlöchern ohne Wasser und breiten Fairways spielen. Weil du hast mir schon mal 3 geschenkt. Die waren alle weg. Die haben echt nicht lange gehalten. Den Danke. Fehler machen wir nicht nochmal. Danke euch fürs Zuschauen. Das war heute gar kein gut Golf. Ich wurde heute mal wieder auf den Boden der harten Golf-Tatsachen zurückgeholt. Nach zuletzt wirklich guten Runden kam heute mal wieder so ein richtiger Bremser. Und für mich die Aufgabe, da wieder arbeiten zu gehen auf der Range. Das werde ich aber tun. Ihr könnt kommentieren, ihr könnt ein Abo da lassen. Und vor allem können wir jetzt ganz offiziell, ich glaube, Max zum neuen Handicap gratulieren. Also wir rechnen das jetzt gleich hier alles aus, aber... Ich meine, du hast... Es sollte heute geklappt haben. Hast du einen Doppelbogey gespielt? Ja. Eins. Als ich den Ball verloren habe. Den du wiedergefunden hast. Ich habe heute keinen Ball verloren. Das ist... Und ich sogar noch einen gewonnen. Und noch einen gewonnen. Ich gehe mit plus 1 Bällen nach Hause. Das habe ich noch nie geschafft. Mit plus 1 Bällen. Und ich glaube, also wie gesagt, wir rechnen das jetzt gleich erst aus, weil wir haben nicht mitgezählt während der Runde. Ich glaube, es reicht für ein neues Handicap bei Max. Meine Runde wird hoffentlich nicht in die Wertung eingehen. Niemals. Aber ja, so ist Golf. Ihr kennt das, nehme ich an. Also, gut Golf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut. Bleibt dran. Und bis Herbst, sage ich jetzt mal. Gut Golf. Und gut Golf.